am Ende von dieses Jahr, ich werde zurück sein in die Universität. Manchmal vielleicht die Leute können denken, ja, sie macht Archäologie und sie hat Miss Schweiz gemacht, das passt auf jeden Fall nicht zusammen. Ich bin jemand sehr neugierig und ich stelle mich viele Fragen über die Frauen, über die Körper, über die Bilder von Frauen, Männern. Und für mich studieren die Geschichte und Archäologie ist die Möglichkeit, um schauen, was es gab früher. Und jetzt als Miss Schweiz, ich kann selber verkörpert eine Idee über die Weiblichkeit und die Körper. Ich lese momentan die Bibel. Also warum? Ich war in einem Hotel und ich habe nichts mit mir genommen. Und ich habe diesen Schrank, die neben dem Bett ist, ich habe aufgemacht und es gab eine Bibel. Und ich muss sagen, ich habe nie die Bibel gelesen. Ich habe angefangen und dann habe ich überlegt, also das war sehr, sehr interessant. Ich habe ein sehr großes Interesse über Mythologie. Letztes Jahr habe ich Ovid gelesen und dieses Jahr habe ich gedacht, dieses Mal musst du unbedingt das Bibel lesen. Du musst das einmal in deinem Leben lesen. Also ich habe angefangen, diesen Sommer, das ist die Bibel. Aber ich habe kein Verhören, ich muss das sagen auch. Wenn ich höre Musik, ich mache das 100% oder ich mache das, wenn ich male. Aber wenn ich Stress habe, ich brauche die Ruhigkeit und keine Musik. Eine Künstlerin, es gab eine Ausstellung in Zürich und das ist Pippi Lotierist. Ich möchte gerne sprechen mit ihm über die Weiblichkeit zum Beispiel. Das würde unglaublich interessant sein. Die Frage, wie kann es weitergehen in deinem Leben nach dieses Jahr? Weil für viele Leute, ich bin mehr Miss Schweiz als Lorraine Salin. Aber mit meinem Frau Professor, das ist immer die gleiche. Wir sprechen viel über Archäologie, über Geschichte. Und ja, wir haben eine sehr gute Beziehung. Und für mich ist das eine Chance, dass wir uns getroffen haben. Weil für die Zukunft und für mein Studium, das ist immer gut, wenn du kannst teilen etwas mit Wissenschaft. Aber auch, wenn du hast einen guten Kontakt. Das ist die Kirche über das Kuchen. Ich bin in die Projekt von meinem Professor Nathan Badou. Er ist Professor in Freiburg und er hat ein Projekt in Griechenland. Wir arbeiten mit die Griechenlande archäologische, ich kenne nicht genau das Wort auf Deutsch, Entschuldigung, und mit die französische Schule in Athen. Und ja, ich war für ein bisschen mehr als 2 Wochen in Delos und diese Insel ist nicht für die Touristen, das bedeutet, du kannst gehen, du kannst besuchen die archäologische Ort, aber dann am Abend musst du zurück nach Mykonos. Aber als Archäologe, du kannst bleiben. Ich möchte Archäologin werden. Das ist mein Traumberuf. Das gibt mir alles, was ich warte von einem Beruf. Das bedeutet, du kannst andere Kultur kennen. Du kannst auch, du musst studieren, was er in die Vergangenheit war, aber das ist auch für besser verstehen unsere Zeit. Und ich muss sagen, dass ich möchte gern jetzt weitergehen in mein Studium. Am Ende von dieses Jahr ich werde zurück sein in die Universität. In einer Welt, wo die Schönheit ist die wichtigste, du musst immer an die Leute gefallen. Während die 2 letzten Wochen, wo ich war in Delos, habe ich das Gefühl, dass die 10 nächsten Jahre werden unbedingt und unglaublich interessant sein. Es gibt viele Projekte, die ich machen will. Ich muss mein Studium fertig machen. Aber in meinem Herz gibt es einen kleinen Traum. Ich liebe die griechische Kultur und die griechische Perioden in die Antike. Und wenn das möglich ist, ich hoffe, dass ich einmal studieren kann in Athen oder irgendwo in Griechenland. Also ich hoffe, dass in 10 Jahren ich werde Archäologe sein, weil normalerweise werden meine Studium fertig sein. Also das ist ein bisschen hippie, ich muss sagen, aber ich muss das auch sagen. Aber
wenn deine Schwester ist krank und am Ende du verlierst deine Schwester, aber du musst alle diese Perioden durchgehen, wo sie sehr, sehr krank ist. Ich habe gemerkt, dass die wichtigste im Leben ist deine Zeit und was du machst in dieser Zeit. Und für mich die wichtigste ist alles machen mit deinem Herz und alles geben, was du kannst. Und die Präsenz für mich ist sehr wichtig. Alles, was du machst mit deinem Herz und mit all deiner Motivation, ist immer besser, weil du kannst das nicht verloren. Und ich mache dieses Jahr für meine Schwester, weil sie hat mir... Ich habe eine sehr große Chance, dass wir haben das zusammen gelebt. Und für meine zukünftige Leben, das ist viele Erfahrungen, dass ich werde nie wieder leben. Mit Chance auch, weil das war unglaublich schwierig. Aber ich möchte weitergehen im Leben und teilen diese Erfahrung. Also dieses Jahr ist für meine Schwester auf jeden Fall.